Herzlich willkommen, meine Damen und meine Herren. Ja, was haben Sie Weihnachten alles geschenkt bekommen? Vielleicht war ja auch der ein oder andere Herrenduft, der ein oder andere Damenduft dabei, wird ja zu Weihnachten immer mal ganz gerne als Präsent überreicht. Ja, aber wer ist denn zum Beispiel für diese Aromen in diesen einzelnen Düften dann tatsächlich auch verantwortlich? Wer ist denn ein großer Aromahersteller? Und da komme ich natürlich ganz gerne mal wieder in ein Marktsegment, was ich liebe, was ich schätze, was ich propagiere, nämlich den MDAX. Und da haben wir ja den Aromahersteller Symrise mit drin aus Holzminden. Ja, und da hat man zwar bei Zeiten ein paar kleinere Krisen in den Absatzländern gehabt, aber ansonsten darf man eines nicht vergessen, meine Damen und Herren, Symrise deckt mit 30.000 Produkten die komplette Palette bei Riech- und Geschmacksstoffen letztlich ab. Ob es nun in der Zahnpasta die einzelnen Mintgeschmäcker sind, ob es nun der feine Zitrusduft sein mag, der in so manchem Haushaltsreiniger natürlich versteckt wird, oder halt eben auch, wenn die einzelnen Joghurtsorten nach Erdbeere, nach Vanille respektive nach anderen Stoffen schmecken, ja dann ist dabei Symrise ganz klar gefragt. Aber halt eben auch die Palette der ganz klaren Parfums wird von Symrise natürlich bedient. Ob nun Be Delicious von Donna Karan oder den Herren bekannter vielleicht, halt eben Fahrenheit von Dior. Auch dafür ist Symrise da. Und Symrise, wie gesagt, börsennotiert im MDAX, hat eigentlich relativ gute Jahre hinter sich gebracht, muss man sagen. Verständlich, dass der CEO für dieses Jahr halt eben auch relativ optimistisch war. Hans-Jürgen Bertram heißt der Mann und hat gesagt, ja, 2016 wird man dementsprechend dann Ende des Jahres nochmal einen Endspurt hinlegen. Ja, und man wollte auf jeden Fall schneller wachsen als der Markt. Und der MDAX ist ja schon hervorragend gewachsen, ist ja besser gelaufen als der DAX. Und da hat auch Symrise ganz klar natürlich seinen Anteil dran. Ja, aktuell liegt die Aktie in etwa bei 58 Euro, lag auf 3-Jahres-Sicht immerhin mit einer Performance von 73% vorne, auf 5 Jahre sogar 192%. Also eine Performance, die sich durchaus sehen lassen kann. Ja, auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten werden natürlich Duft- und Aromastoffe immer mehr gebraucht, um sie als Beimischung ganz klar halt eben für den Haushalt oder halt eben für den privaten Bereich zu nutzen. Ja, und man muss auch sagen, da hat man sich halt eben auch relativ gut aufgestellt. Symrise weiß auch bei Zeiten die Reißleine zu ziehen. Da hatte man seinerzeit mal die Pinova-Industriesparte gekauft, aber dann festgestellt, na, das passt nicht, das harmoniert nicht, das geht auch letztlich nicht mit dem Kerngeschäft zusammen. Ja, und dann hat man sich dann relativ schnell getrennt von dieser Industriesparte. Hat dann halt eben ganz klar halt eben dieses Geschäft, Pinova hat mit Lacken und Klebstoffen zu tun gehabt, Farben noch mit dazu im technischen Bereich, und die hat man dann für 150 Millionen Dollar an die Franzosen verkauft, an ein französisches Unternehmen, Familienunternehmen mit dem Namen DRT. Also da weiß man bei Zeiten auch, wann man wo die Reißleine zu ziehen hat und vor allen Dingen, wo das tatsächliche Kerngeschäft liegt. Ja, und das Kerngeschäft, da muss man ganz klar sagen, damit hat man ja bei den 30.000 Produkten, wie gesagt, im Riech- und Geschmacksstoffbereich mehr als genügend zu tun. Also Symrise, sicherlich ein Papier aus dem MDAX, was den MDAX dieses Jahr nach oben getrieben hat, unter anderem, was aber auch in den nächsten Jahren sicherlich durchaus erfolgreich sein sollte. Also, wie gesagt, nochmal einen Blick werfen, immer über den Tellerrand hinwegschauen, nicht nur immer in den DAX hinein, sondern halt eben vor allen Dingen auf die feinen, auf die kleinen Unternehmen des MDAX. Und da kann sich Symrise durchaus dazu zählen. In diesem Sinne, Ihnen einen schönen Handelstag, eine schöne vorneuerliche Woche. Wir sprechen uns täglich wieder. Sie bekommen ja meinen Daily. Bleiben Sie mir und der Börse gewogen.